Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktionen von SPD, Union, Grünen und FDP legen heute zur zweiten und dritten Lesung eine umfassende Reform des Parteiengesetzes vor, mit der wir die Parteiendemokratie in Deutschland stärken werden. An der Erarbeitung dieser Reform hat die damalige Fraktion Die Linke intensiv und konstruktiv mitgewirkt, wofür ich mich an dieser Stelle insbesondere auch noch einmal bei der Kollegin Petra Pau herzlich bedanken möchte. Das Reformpaket hat drei Schwerpunkte. Wir erweitern die digitalen Partizipationsmöglichkeiten für die politischen Parteien. Wir verbessern die Transparenz in der Parteienfinanzierung. Und wir stärken auch die Finanzkraft der Parteien, damit diese ihrem verfassungsgemäßen Auftrag auch in angemessener Weise gerecht werden können. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Anhörung zu unserem Gesetzentwurf, die am 27. November stattgefunden hat, bewertete die große Mehrheit der Sachverständigen unseren Gesetzentwurf positiv. So stellte Professor Wieland in seiner Stellungnahme zur Anhörung fest, dass der Gesetzgeber mit dem hier vorgelegten Gesetz die ursprünglich nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts unzureichende Begründung der Erhöhung der absoluten Obergrenze nunmehr durch eine den Anforderungen des Urteils genügende Begründung ersetzt habe. Diese von den meisten Sachverständigen attestierte sorgfältige und transparente gesetzgeberische Arbeitsweise, verbunden mit dem Willen zu einer fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit, sollte meiner Meinung nach der Goldstandard bei allen zukünftigen Reformen des Parteiengesetzes sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte lassen Sie mich an dieser Stelle auch noch einmal betonen, dass uns die Ermöglichung einer digitalen Teilhabe durch die Einführung der Zuverlässigkeit virtueller und hybrider Versammlungen ein wichtiges Anliegen war. Und auch unsere Änderungen zur Erhöhung der Transparenz bei der Parteienfinanzierung haben viel Lob bei den Sachverständigen gefunden. So stellte zum Beispiel Frau Professorin Lange fest, ich zitiere, die vorgesehenen Änderungen sind ausnahmslos zu begrüßen, da sie teilweise vorhandene Regelungslücken schließen und die Finanzquellen der politischen Parteien in größerem Umfang als bisher für die Öffentlichkeit offenlegen. Natürlich wird es jetzt auch wieder die üblichen Verdächtigen geben, die in diesem Gesetzentwurf vorgesehene Anhebung der absoluten Obergrenze wider besseren Wissens in der üblichen populistischen Manier geißeln werden. Doch diese billige Kritik blendet die Realitäten unserer Parteiendemokratie unter den Rahmenbedingungen von Clickbaiting in Nachrichtenportalen und Fake News auf allen Social-Media-Kanälen aus meiner Sicht in unverantwortlicher Weise aus. Denn um in den öffentlichen Debatten auf digitalen Plattformen und sozialen Medien im ungleichen Kampf mit den von Algorithmen genährten emotionalen Erregungsspiralen überhaupt noch eine Wahrnehmbarkeit und damit Relevanz der Parteien zu erreichen, müssen demokratische Parteien massiv in die digitale Kommunikation investieren. Gleichzeitig müssen die Parteien aber auch ein lückenloses Partizipationsangebot sicherstellen und auch die klassischen analogen Parteistrukturen weiter finanzieren. Diese Doppelbelastung einer kostenintensiven Dualität von analogen und digitalen Kommunikations- und Partizipationsstrukturen, die müssen wir jetzt schultern, um eben in der Parteiendemokratie auch für die Demokratie wirken zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das übrigens bestätigte auch Frau Professorin Borucki, als sie in der Anhörung auf die notwendige Etablierung von diesen Doppelstrukturen einmal im Digitalen und einmal im Analogen ausdrücklich hinwies und das auch sagte, dass man denen Folge leisten muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in Fällen, in denen ein Gesetz allein aufgrund einer mangelhaften Begründung für nichtig erklärt wurde, hat der Gesetzgeber ein Recht auf zweiten Anlauf. Diese Aussage stammt nicht von mir, sondern von Frau Professorin Lange in ihrer Stellungnahme zu unserem Gesetzentwurf. Dieses Recht auf einen zweiten Anlauf haben wir genutzt, um mit diesem Gesetzentwurf die Parteiendemokratie zu stärken. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen von SPD, CDU, CSU, Grünen, FDP und Linkspartei, die daran mitgewirkt haben. Vielen Dank.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in den Debatten zur Änderung des Parteiengesetzes vom Verfassungsauftrag der Parteien gesprochen, ihrem Meinungsbildungsauftrag gesprochen. Parteien sind Organisationsformen des modernen, des mündigen Bürgers. Und Bürgerinnen und Bürger, sie schließen sich frei nach ihrer Gesinnung zusammen, miteinander zusammen. Und Parteien stehen für Freiheit, Parteien stehen für Meinungsvielfalt, Parteien stehen für Pluralismus. Und das soll auch so bleiben. Und insofern sind Parteien und ist die Parteiendemokratie auch ein Zukunftsprojekt. Die Zukunft ist offen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niemand kann alle Antworten jetzt schon kennen auf die Herausforderungen der Zeit. Eine zukunftsfähige Gesellschaft muss also so eingerichtet sein, dass immer mehrere Antworten auf die Fragen der Gegenwart gegeben werden können. Dann nämlich ist die Möglichkeit für Fortschritt in einer Gesellschaft auch eingebaut. Und unsere Parteiendemokratie ist Ausdruck dieser Überzeugung. Sie steht für Fortschritt, sie steht für Freiheit. Und mit dem Parteiengesetz stellen wir diese Gesellschaft oder richten wir sie auch dafür aus. Wir tragen Sorge dafür, dass die Parteien auch ausgestattet sind für die rasanten Veränderungen in unserer Gesellschaft. Stichwort digitaler Wandel oder Stichwort auch IT-Sicherheit oder Stichwort Desinformationskampagnen. Das heißt, Parteidemokratie muss auch wehrhaftig und auch wehrfähig sein gegenüber Angriffen auf die freiheitliche Demokratie. Und deshalb tragen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetz dafür Sorge, dass aber auch Transparenz gegeben ist bei der Parteienfinanzierung, die am Ende auch einzahlt auf Vertrauen in die Parteien, auf Vertrauen in unser demokratisches System. Und das heißt auch, dass jemand, der eine Spende einer Partei zukommen lässt, niemals erwarten kann und darf, dass er damit einen Auftrag einer Umsetzung eines Handelns auch dann bekommt. Auch das ist sehr klar festgehalten bei den Spenden. Aber festgehalten ist auch, dass wir Parteien uns eben nur zur Hälfte aus Zuwendungen staatlicher Hand oder der öffentlichen Hand finanzieren. Und deshalb sind wir auch auf Spenden angewiesen, aber die haben wir hier sehr klar geregelt. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, das, was für Parteien an Transparenz gilt, dass man weiß, wer spendet, wer da hinten dran steht. Also es wird veröffentlicht, ab etwa 10.000 Euro, 10.001 Euro werden die Namen veröffentlicht. Das erwarte ich aber auch von den sogenannten Nichtregierungsorganisationen. Denn Parteien sind Teil unserer Verfassung. Nichtregierungsorganisationen sind nicht demokratisch verfasst, sie sind nicht in der Verfassung. Aber viele wehren sich dagegen, zu veröffentlichen, wer ihre Großspender sind. Und das ist nicht in Ordnung. Was für Parteien gilt, die Verfassungsrang haben, muss auch für andere gelten, die den Anspruch haben, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz, was heute hier vorliegt, wie wir es vorgelegt haben, ist von einem breiten Konsens getragen. Nicht alle machen mit, aber die allermeisten und die Relevanten machen mit. Und die Sicherung der Parteiendemokratie, die geht uns alle an, also nicht nur als Vertreterinnen und Vertreter der Parteien, sondern als Demokratinnen und Demokraten, die an den Wert einer freien und pluralen Gesellschaft glauben. Und mir ist klar, was nachher jetzt auch von denjenigen, die es ablehnen, auch eingeworfen wird, wieder auch eingeführt wird. Es ist aber auch Ausdruck davon, dass man eben kein Interesse an dieser Pluralität, an dieser Offenheit auch hat. Natürlich sind wir nie alle einer Meinung inhaltlicher Art. Aber dass wir uns einig sind, dass es unterschiedliche Meinungen geben kann, die sich organisieren, ist Ausdruck von Stärke, ist Ausdruck einer Gesellschaft, die auf Zukunft setzt und die auch auf das Mitdenken der Bürgerinnen und Bürger setzt. Und deshalb danke ich allen, die an diesem Gesetz mitgearbeitet haben. Es war nicht immer einfach. Wir waren nicht immer einfach beim Verhandeln, ist mir klar.
Koalition auch nicht. Untereinander war sie auch mit sich immer ganz grün, gelb oder rot. Aber am Ende haben wir eines geschafft, dass das, was uns leitet, was uns auch unsere Verfassungsväter und Mütter mit aufgegeben haben, was unsere Verfassung ausmacht, wie unser Staat aussieht, dass wir das widerspiegeln in diesem Gesetz. Es geht nicht darum, um Selbstbedienung, wie das einige dann sagen, ist immer billig, dann könnte man das Geld auch spenden und muss es nicht nutzen, werden wir uns dann anschauen, sondern hier geht es darum, wie dieser Staat so arbeiten kann, dass Bürgerinnen und Bürger uns hier vertrauen, die einen Auftrag auf Zeit haben. Herzlichen Dank.